Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Insight Reporter MCM, in dem wir uns vor allem mit den Tempeln der Nephilim beschäftigen wollen. Drachen, Riesen, Megalithen und auch der ein oder andere Dinosaurier wird vorkommen. Das heißt, es wird auf jeden Fall heute wieder mal etwas prähistorisch werden. Und dazu bzw. dabei wollen wir vor allem ein Zitat von King World Jr. vor allem immer im Hinterkopf behalten, dass wir heute versuchen zu bestätigen, was er geschrieben hat in einem seiner Bücher. Er schrieb nämlich: Ich glaube, dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist und deswegen müssen wir glauben, dass vieles, was wir Mythos nennen, keine Fiktion oder Lüge sein kann. Viele Themen, die in antiken Mythologien existieren, existiert auch in der Bibel. Da gibt es ja wirklich zahlreiche Beispiele. Einige von den Beispielen wollen wir uns heute in diesem Video etwas genauer anschauen. Es gibt ja in griechischen Mythologien und anderen Mythologien Götter, Engel, Riesen, Drachen. Ja, und das gibt es in der Bibel auch alles. Und deswegen sind einige Mythologien, wenn man sie anschaut in Hollywood-Visionen, sieht das nicht alles sehr realistisch aus. Aber es entspricht tatsächlich auch dem, was die Bibel sagt. Und da wollen wir uns zunächst mit den Riesen beschäftigen, die auch in der Bibel als Nephilim beschrieben werden oder bezeichnet werden. So heißt es im 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 und im 4. Buch Mose, in Kapitel 13, Abvers 32, in jenen Tagen, nämlich vor der Sintflut, waren die Riesen auf der Erde und auch später noch. Und nach der Sintflut waren sie ebenfalls noch aktiv. Da werden wir uns nachher noch ein Beispiel anschauen oder einige. Dann heißt es weiter, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute vom hohen Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Also vor und nach der Sintflut wird von Riesen gesprochen, werden von Riesen berichtet, Riesengeschlechter, die Stämme der Nephilim, die Stämme der Riesen. Und die Riesen sind, so die Bibelauslegung von den meisten Christen auch, dass die Riesen ein Produkt dessen sind, was im sechsten Buch, im ersten Buch Mose, Kapitel 6 geschehen ist, als die gefallenen Engel auf die Erde kamen, sich mit Menschenfrauen einließen, und das Produkt dessen waren dann die Riesen. Und das ist eine Auslegung, die auch laut Judasbrief vertretbar ist, wo es ja auch heißt, dass die Engel ihre Behausungen verlassen haben. Wir schauen uns mal einige Beispiele an dafür, dass wir auch außerhalb der Bibel natürlich auch Beweise oder Anhaltspunkte für Riesen finden. Der Historiker aus dem 1. Jahrhundert, Flavius Josephus, schrieb im Buch Geschichte des jüdischen Krieges, geschrieben im Jahre 79 nach Christus, da waren Riesen, viel größer und anders gestaltet als normale Menschen, schrecklich anzusehen. Wer sie nicht mit eigenen Augen gesehen hat, der kann nicht glauben, dass sie so ungeheuer groß gewesen sind. Und wir werden uns noch anschauen in diesem Video, wie groß wirklich diese Riesen gewesen sind. 2, 3, 4 Meter? Nein, noch größer, wie wir nachher sehen werden. Dann schauen wir ins Buch von Walter Jörg Langbein, bevor die Sintflut kam, ab Seite 43. Sie haben nach wie vor keine echte Antwort auf die Frage, wozu die gigantischen Särge dienten. Ihren Ausmaßen nach sind sie für Riesen geschaffen worden. Und ich glaube, hier ging es darum, um das Land Ägypten, das Riesen Särge in Ägypten gefunden wurden, so viel ich weiß. Und man fragt sich natürlich, für wen dienten denn diese gigantischen Särge? Und ja, wie es hier auch schon heißt, man müsste davon ausgehen, dass sie für Riesen geschaffen worden sind. Wenn man natürlich nicht an Riesen glaubt, nimmt man gar nicht diese Möglichkeit in Betracht, dass es Riesen sein könnten. Wer ein Christ ist und auch an die Bibel glaubt, der kann auf jeden Fall natürlich logischerweise davon ausgehen, dass es auch Riesen gewesen sein könnten. Dann lesen wir weiter aus dem Jahre 1912. Knochen eines menschlichen Riesen sind bei Annensburg im Nordwesten Kanadas gefunden worden. Und wenige Jahre später, 1934, am 21. Oktober wurde berichtet, 8 Fuß große Skelette sind auf einem alten Indianerfriedhof an den Ufern des Eriesees ausgegraben worden. Und 8 Fuß groß, das ist schon, wir gucken uns gleich mal an, wie groß die Riesen am Ende wirklich auch waren, laut Bibel. Und wir sehen hier schon mal einige Beweise dafür, dass es auch außerhalb der Bibel Quellen gibt, die von Riesen berichten. Wir schauen weiter, sogar noch ins Jahr 1885,
Da wurde berichtet am 18. August, jetzt hat man in British Columbia die ebenfalls versteinerten Riesen entdeckt. Die Skelette waren 12 Fuß groß, also etwa 3,66 Meter. Nun, 3,66 Meter ist natürlich schon eine Hausmarke sozusagen. Im Basketball, da gibt es, glaube ich, der größte ist irgendwie so 2,10 Meter, 2,15 Meter oder. Und das ist schon eine Hausnummer. Ich weiß nicht, früher, vor 20 Jahren oder so, habe ich gerne Wrestling geguckt. Da gab es einen, der hieß Giant Gonzalez. Der hat gegen den Undertaker gekämpft und der war 2,38 Meter. Das war, glaube ich, damals einer der größten Menschen überhaupt. Aber 3,66 Meter, das ist noch ein ganzer Meter größer. Das ist natürlich schon, wie gesagt, nicht zu übersehen im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter heißt es im Buch Mythos und Realität der Riesen von Reinhard Prahl. Der französische Hauptmann Le Fêcheur machte in Agadir in Marokko einen Fund, der uns erschreckend an die Bibel erinnert. Er grub eine Werkstatt voller Jagdgeräte aus, darunter 500 Doppeläxte, die im Schnitt 8 Kilogramm gewogen haben. Die Benutzer der Doppeläxte müssen um die 4 Meter groß gewesen sein. Auch hier haben wir wieder die Größe um die 4 Meter, also schon wieder ein Stückchen größer sogar noch als die 3,66 Meter. Aber ich denke, auch das können wir noch toppen. So wurde am 19. März des Jahres 2015 berichtet, Riesenskelett in Bulgarien entdeckt, also in Europa. Mindestens 7,5 Meter große Menschen haben wahrscheinlich existiert. Die Knochen datieren die Forscher bis ins vierte bis fünfte Jahrhundert. 7,5 Meter. Das ist natürlich schon das Doppelte, was wir hier gelesen haben von British Columbia aus. Ist das überhaupt noch realistisch oder kommen wir da laut Bibel schon in gefährliche Gewässer sozusagen? Wir schauen mal, was geschrieben steht in der Bibel. Und zwar im ersten Buch Samuel Kapitel 17 und im zweiten Buch Samuel Kapitel 21. Da heißt es nämlich über den Riesen Goliath, den wir alle kennen müssten, der ja gegen David verloren hat. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Und dieser hatte einen Speer, dessen Schaft wie ein Weberbaum war. Und ein Weberbaum ist auch 2, 3 Meter, die könnten auch viel größer sein, aber ist auf jeden Fall schon kein kleiner Baum. Und jetzt die Frage, 6 Ellen groß, übersetzt in den heutigen Zahlen sind 6 Ellen etwa 7 Meter. Das könnt ihr auch gerne nachschauen, braucht ihr einfach nur googeln, wie 6 Ellen, wie groß das ist. 7 Meter groß war also etwa Goliath. Das entspricht genau dem, was man auch ungefähr entdeckt hat in Bulgarien im Jahr 2015. Dann kommen wir nach Ägypten, 1891. Lange, lange ist es her. Arizona. Nee, wie komme ich dann auf Ägypten? Das kommen wir gleich dazu. Aber auf jeden Fall in Arizona des Jahres 1891 in Crittenden wurde ein 12 Fuß großer Riese ausgegraben, der zudem noch 6 Zehen an jedem Fuß hatte. 6 Zehen an jedem Fuß und dann noch ein Riese. Waren Riesen irgendwie dafür bekannt, mehrere Finger oder Füße zu haben oder beziehungsweise Zehen? Schau mal, was die Bibel sagt. 2. Buch Samuel, Kapitel 21, Vers 20. Und wieder kam es zum Kampf bei Gat. Dort war ein Mann von großer Länge, der hatte je 6 Finger an seinen Händen und je 6 Zehen an seinen Füßen. Wieder mal bestätigt die Bibel das, was hier aus dem Jahre 1891 aus Arizona berichtet wurde. Und Gat haben wir ja vorher schon gesehen, da war auch Goliath nicht untätig gewesen. Wir schauen uns jetzt aber mal einige Dinge an, die so gebaut wurden und wo man sich bis heute die Frage stellt, ja, wie kann das denn eigentlich möglich sein, vor Tausenden von Jahren so große Steine überhaupt zu bewegen? Wir sehen hier unten links, das ist sozusagen übersetzt, Gilgal-Rephaim heißt so viel wie das Rad der Geister oder das Rad der Riesen. Das hat auch einen Grund. So wird berichtet, der Megalithkomplex Gilgal-Rephaim, an dem 42.000 Tonnen Gestein verbaut wurden. Und wir sehen hier links unten das Bild. Das sind 1, 2, 3, 4, ja, 4, 5 Kreise, kann man sagen. Sieht aus wie so ein Rad der Antike. Und rechts daneben in der Mitte sehen wir unten, wie groß die Steine sind. Ich weiß nicht, ob das auf dem Bild so rüberkommt, aber auf jeden Fall sind es große Steine, auch wenn es links auf dem Bild vielleicht nicht so aussehen mag. Wir schauen mal, was noch berichtet wurde, denn heute
ist der Megalithenkomplex als Ruim el-Hiri bekannt, aber auf Hebräisch Gilgal-Rephaim das Rad der Riesen. Und das bezieht sich auf eine alte Rasse der in der Bibel erwähnten Riesen sich bezieht, und das werden wir uns gleich anschauen, wie diese Rasse heißt. Von den meisten Wissenschaftlern wird es auf die frühe Bronzezeit zwischen 3000 und 2700 vor Christus datiert, was es zu einem der Zeitgenossen von Stonehenge machen würde. Stonehenge gehen wir gleich dazu nochmal ein. Also Stonehenge etwa genauso alt wie Gilgal-Rephaim, das sich in Israel befindet, soviel ich weiß. Und auf jeden Fall sehen wir, das Rad der Riesen kommt von einer Rasse, die auch in der Bibel erwähnt wird, nämlich die Rephaiter, deswegen auch Gilgal-Rephaim. Im 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11 heißt es: Der Nur Og, der König von Bashan, war von dem Überrest der Rephaiter, der Riesen, übrig geblieben. Siehe, sein Bett, das von König Og, war ein eisernes Bett. Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der Elle eines Mannes. Nun, Ochs eisernes Bett, 9 Ellen, das entspricht etwa 10 Metern. Ein 10 Meter langes Bett, das ist schon, ja, da hätte man auf jeden Fall viel Platz, glaube ich, ja, für eine ganze Wohnung. Auf jeden Fall, auch hier kann man sich die Maßen kaum vorstellen, wenn wir heute so einem prähistorischen Riesen irgendwie gegenüberstehen würden. Wir schauen aber, wenn wir schon bei Stonehenge sind, rechts unten sehen wir Bilder. Viele Heidenfeste werden damit in Verbindung gebracht. Und in einem Artikel vom 1. Oktober des Jahres 2014 wurde berichtet, dass ein Team von Archäologen von der Universität Sheffield menschliche Überreste von großer Statur in den Ruinen einer alten Siedlung entdeckt haben, die nur wenige Kilometer von Stonehenge entfernt ist. Also da hätten wir auch eine Antwort auf die Frage, wie konnte man damals vor knapp 3000 Jahren vor Christus, wenn die Rechnung überhaupt stimmt, die Datierung, so große Steinblöcke irgendwie aufeinander stellen. Magie ist natürlich auch theoretisch möglich. Star Wars lässt grüßen, ist ja eigentlich auch nur okkulte Magie, die Macht. Aber auch Riesen wären eine Antwort auf die Frage, wie das zustande kommen könnte, sowohl was Gilgal-Rephaim betrifft, als auch Stonehenge. Denn diese großen Statuen sind in der Tat von Menschenhand normale nicht irgendwie zu bewältigen. Wir schauen mal weiter und wir schauen uns mal an. Rechts sehen wir als erstes oben das Bild von Sacsayhuamán in Peru. Und diese Inka-Festung ist in der Tat auch beeindruckend. So wird berichtet, die Ruine der Inka-Festung Sacsayhuamán ist heute eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten aus der Inka-Zeit und liegt am Rande der peruanischen Stadt Cuzco. Zum Bau der Mauer wurden riesige Steine von den 20 Kilometer entfernten Steinbrüchen herantransportiert und dann bearbeitet, bis sie fugenlos aneinander passten. Der größte Stein ist 9 Meter hoch und 5 Meter breit, 4 Meter dick und wiegt über 200 Tonnen. Und das sehen wir auch rechts auf dem Bild daneben unter dem MCM-Zeichen. Auch hier, ich glaube, da ist auch irgendwie ein Mensch abgebildet, aber man kann auf jeden Fall sehen, wie groß die Steine sind und die passen fugenlos da rein. Also kein Haar passt dazwischen. Und das kann natürlich ein Mensch, ein normaler Mensch, nicht bewerkstelligen. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt Legosteine oder irgendwelche Bausteine, dann können wir, für uns sind die Bausteine, wenn die klein sind, kein Problem, dass wir die fugenlos aneinander schieben. Und so ist es für Riesen auch kein Problem. Ja, und wer weiß, was die als Belohnung dafür bekommen haben, dass die dann Bauwerke bauten, aber auf jeden Fall ist das eine sehr gute alternative biblische logische Antwort auf die Frage, wie so alte Festungen entstehen konnten. Weiter sehen wir unten drunter, ganz rechts unten, Baalbek im Libanon. Und da sehen wir einen Stein, der hat es absolut in sich, denn das ist der größte bekannte Baustein der Welt, der auch als Stein des Südens bezeichnet wird. Und das ist in der Tat, wenn wir uns mal anschauen, ich glaube, dieser Stein, da habe ich jetzt keine Datierung, aber der wiegt auf jeden Fall auch um die 150 Tonnen. Auf jeden Fall, man kann das, ein normaler Mensch konnte das damals nicht transportieren, aber man hat das ja transportiert. Das kann auch nur hier von Riesen
möglich gewesen sein. Michael Alou schrieb im Buch History of Baalbek auf Seite 41: Nach der Flut, als Nimrod über den Libanon regierte, sandte er Riesen, um die Festungen Baalbek wieder aufzubauen. Und Nimrod, den kennen wir auch aus der Bibel im ersten Buch Genesis, ersten Buch Mose, Kapitel 10. Nimrod war der erste Gewalthaber, verantwortlich für den Turmbau zu Babel und stammte von Kusch ab, der wiederum dann von Ham abstammte und so weiter und so fort. Wir schauen mal, was die Bibel sagt. Es gibt ja große Städte, große Tempel, große Steine, große Bauwerke und große Pyramiden, wie wir gleich noch sehen werden. Schau mal, was die Bibel sagt über solche Dinge. Im 5. Buch Mose, Kapitel 9, ab Vers 1 heißt es: Höre Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du. Städte, groß und himmelhoch befestigt, ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, ebenfalls ein Riesenvolk. Und deswegen, wenn wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, wo ja in der Tat auch Gewalt vorkommt natürlich, dann hat Israel damals, früher vor tausenden von Jahren, gegen Riesen vor allem gekämpft, gegen Nephilim, und das im Auftrag Gottes. Und wenn man diese Kriege kritisiert, kritisiert man den Willen Gottes, der sich nicht ändert und sich bis heute nicht geändert hat. Gott wird auch kämpfen in der Endzeit für sein Volk und für seinen heiligen Namen, den sein Volk auch teilweise ruiniert hat. Aber deswegen brauchen wir da auf jeden Fall keine Sorgen zu haben am Ende, dass der Herr nicht wieder für uns streiten sollte. Gewalt ist nun mal auch ein Bestandteil der Endzeit. Wir kommen weiter und schauen uns mal jetzt etwas an, nämlich zwei Pyramiden. Zum einen sehen wir rechts oben die Pyramide von Cholula in Mexiko. Und über die wird berichtet: Die Pyramide von Cholula ist dem Volumen nach die größte bekannte Pyramide der Welt. Der in der Nähe gefundene 10 Tonnen schwere Hauptaltar deutet darauf hin, dass er dem Gott Quetzalcoatl gewidmet wurde. Diesen Gott Quetzalcoatl, komischer Name, den schauen wir uns gleich auch nochmal etwas genauer an, ein Gott der Azteken und auch der Mayas. Aber zunächst wollen wir mal hier festhalten: 10 Tonnen schwere Hauptaltare, wie konnte man das transportieren? Also das ist eine Frage, die man ohne Riesen, ohne Magie nicht beantworten kann. Da muss auf jeden Fall etwas Übernatürliches, Übergroßes, Menschliches auch existiert haben. Wir sehen oben und rechts zwei Bilder. Man kann die wahre Größe, glaube ich, gar nicht ermessen, wenn man nicht davor stehen würde. Auch darunter, wir bleiben in Mexiko, da sehen wir die Pyramidenstadt Teotihuacan. Und Teotihuacan, wird berichtet, ist im zentralen Hochland von Mexiko eine der bedeutendsten prähistorischen Ruinenstädte Amerikas, die vor allem für ihre großen Sonnenpyramiden bekannt ist. Die Azteken sahen in ihr einen mythischen Ort und gaben ihr den Namen Teotihuacan, der so viel bedeutet wie, wo man zu einem Gott wird. Das kennen wir ja schon. Zum einen die ganzen Sonnengötter, auch hier eine Sonnenpyramide. Die Sonnengötter, die gab es ja überall, in Ägypten, in Rom, in Griechenland, in Babylon, Assyrien und so weiter und so fort. Und auch, dass man so sein wird wie Gott. In Ägypten, die wurden verehrt als Götter, teilweise in Rom auch. Die ganzen Führer wurden auch vergöttert. Und so auch in Teotihuacan. Und wir wissen im Buch Genesis, wie hat nochmal die Schlange Eva verführt: Keineswegs werdet ihr sterben, denn Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon isst, werdet ihr sein wie Gott. Ja, das haben die Heiden bis heute als größte Zielsetzung irgendwie für sich auserkoren, so zu sein wie Gott. Aber wir sind nicht Gott, aber mit Gottes Hilfe können wir sein wie Gott, wenn Gott uns erlösen wird von unserem menschlichen Körper. Dann heißt es weiter: Monumentale Bauten Teotihuacans wurden von Riesen erbaut und den Göttern gewidmet, nämlich unter anderem diesen Quetzalcoatl, den wir uns gleich anschauen, schreibt die Seite mexico.de. Ich meine, die werden, könnte man meinen, wissen, mexico.de, aber auf jeden Fall von Riesen erbaut. Ja, das klingt so, ja, die Legende der Riesen, ja, zu viel Herkules gesehen, aber nein. Die Bibel sagt es, die Historiker sagen es, und die Bauwerke sprechen für sich überall auf der Welt. Wir lesen in Jeremia 10, Vers 11: So sollt ihr, und jetzt geht's mal um falsche Götter, weil das sind natürlich alles falsche Götter, so sollt ihr nun zu ihnen sagen: Die Götter,
welche weder Himmel noch Erde geschaffen haben, sie werden von der Erde und unter der Erde verschwinden. Er ist es, der die Erde geschaffen hat, durch seine Kraft, der in seiner Weisheit den Weltkreis abgegrenzt und mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt hat. Dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen. Denn der Narr spricht bekanntlich in seinem Herzen laut dem Psalmen, dass es keinen Gott gibt. Und das sind laut Bibel in der Tat die größten Narren. Die glauben, alles kommt von selbst und alles ein Zufall und alles kommt aus dem Nichts. Aber wir wissen, von nichts kommt auch nichts. Und deswegen, dumm steht jeder da und dumm wird auch jeder, der nicht gläubig ist, so leid es mir tut, am Ende dastehen, wenn er im Gericht Gottes aufwacht. Aber gut, beten wir dafür, dass viele dumme Menschen laut Bibel aufwachen und die Wahrheit erkennen, nämlich den Messias Jesus Christus. Wir schauen uns jetzt mal diesen Schlangengott Quetzalcoatl an, der nicht nur bei den Mayas und Azteken angebetet wurde, sondern allgemein damals, teilweise auch heute noch im Heidentum. Zunächst schauen wir erstmal an, was die Bibel gesagt hat, was wir gerade schon gelesen haben, beziehungsweise was ich zitiert habe. Im ersten Buch Mose Kapitel 3, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, und da sprach die Schlange zu der Frau, nämlich zu Eva, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und wir haben ja gesehen in Teotihuacan, das heißt so viel wie, ihr werdet sein wie Gott. So, und unten drunter lesen wir nochmal, was über diesen Quetzalcoatl-Schlangengott berichtet wurde. So wird gesagt, der gewaltige Schlangengott Quetzalcoatl ist eine der wichtigsten Gottheiten der Azteken. Prophezeiungen zufolge soll Quetzalcoatl dereinst im Triumph zu seinem Volk zurückkehren und es zu ungeahnter Größe führen. Kennen wir das nicht auch irgendwie aus der Bibel, vom Antichristen, der auch zurückkommen wird, von den Toten auferwacht, aber natürlich auch vom Messias, der ebenfalls zurückkehren wird im Triumph mit Kraft und mit Herrlichkeit. Weiter heißt es, nach einer anderen Überlieferung war Quetzalcoatl ein Priester, der nach seinem Tod in den Götterstand erhoben wurde. Ähnlich wie in Ägypten, irgendwelche Pharaonen sind gestorben und dann kamen die Zauberer, Magier und so weiter. Ja, und dann ist er von den Toten auferstanden, war auf einmal ein Gott. So schnell geht es mit Satans Hilfe. Ja, und wir sehen hier links auf dem Bild ein Bild von diesem Quetzalcoatl und wir sehen hier auch drei Symbole, wo man dreimal die 6 sieht. Wir sehen einmal das Schild, ist eine 6, dann sehen wir diesen Stab, den er in der Hand hat, wenn man das dreht, ist es eine 6 und auch diese Kappe, sieht aus wie diese Kappe, die der Papst oft trägt. Auch da ist eine 6, wenn es das Ohr oder ein Ohrring ist, was auch immer. Auf jeden Fall ist das eine heidnische Gottheit, die wir als Christen natürlich ablehnen und davor warnen müssen, irgendwelche heidnischen Götter anzubeten. Wir kommen jetzt mal zu den Drachen, denn das ist ja auch ein Thema, Herr der Ringe und was weiß ich, überall sind Drachen anwesend, die ja auch sprechen können, was laut Bibel theoretisch alles möglich ist. Wir schauen uns zunächst mal an, in The Great Dinosaur Mystery heißt es auf Seite 37, dass auch Gilgamesch einen Drachen erlegt haben soll. Und Gilgamesch ist auch für viele einfach nur ein anderer Name für Nimrod. Und deswegen kann es durchaus sein, dass nach der Sintflut dann auch kurz danach oder so dann auch Drachen noch anwesend waren, die Gilgamesch theoretisch tatsächlich erlegt haben könnte, weswegen er auch so gefeiert wurde als Held. Dann heißt es weiter auf Seite 40, die Stadt Nerlu in Frankreich wurde zu Ehren des dort getöteten Drachen umbenannt. Und wir sehen hier rechts unten, sehen wir so eine Maske, so ein Bild von einer Feier, die da auch in Frankreich immer stattfindet, weil man ja immer noch feiert, bis heute diesen Drachen damals erlegt zu haben. Und ja, das kann man natürlich sagen, alles Legenden und ja, sowas wie Fasching, aber in vielen Legenden und Mythen, wie wir am Anfang gelesen haben und gehört haben, steckt auch ein Funke Wahrheit. Wir schauen uns mal an, was Friedrich Tiedemann geschrieben hat im Buch Anatomie und Naturgeschichte des Drachen auf Seite 36. Da heißt es, Plinius sagte, dass sich in Äthiopien Drachen aufhalten, welche 20 Ellen lang sind. Elian erzählte, dass Alexander in Indien einen Drachen gesehen habe, der sich in einer Höhle aufhielt und von den Indern göttlich verehrt wurde. Kommt uns auch irgendwie anhand des Buches der Offenbarung bekannt vor, mit dieser göttlichen Anbetung von irgendeinem Drachen oder so.
Aber auf jeden Fall wird hier auch von Drachen berichtet. Ein Drache, der 20 Ennen lang sein soll. Und das ist nach heutiger Umschätzung sozusagen etwa 22 Meter. Also kein kleines Vieh gewesen anscheinend, dieser Drachen. Auch in den Chroniken der Angelsachsen aus dem Jahre 793 nach Christus heißt es, dieses Jahr kamen schreckliche Vorwarnungen über das Land. Feurige Drachen flogen über das Firmament. Tja, alles Mythos und Legende, das glaube ich nicht, denn wir schauen mal, was das Wort Gottes über das Thema Drachen zu sagen hat. Psalm 74, 91 und Jesaja 14 sowie Jesaja 51, Vers 9. Du zerschlugst die Köpfe der Drachen. Wirst du den Drachen zertreten? Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen, und deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Bist du nicht der, welcher den Drachen durchbohrt hat? Ja, Drache, Drache, Riesen, kann es ja alles nicht geben, doch laut Bibel kann es schon Drachen und Riesen geben, auch laut Neuem Testament. Da heißt es, siehe, ein großer, feuerroter Drache. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Und ich sah ein anderes Tier gleich einem Lamm, und der redete wie ein Drache. Und hier halten wir mal fest im Buch der Offenbarung, wenn hier der Teufel, der Satan, wie ein Drache, als großer Drache beschrieben wird, man kann ja den Teufel nicht als irgendwas bezeichnen, mit irgendwas symbolisieren oder vergleichen, was es ja gar nicht gibt. Deswegen natürlich gibt es Drachen laut Bibel, laut Altem und Neuem Testament. Interessant ist auch hier, dass das Tier, das gleich einem Lamm war, redete wie ein Drache. Also, wie redet denn ein Drache? Da muss man sich ja auch die Frage stellen, warum redet die Bibel denn davon, dass der Drache redet? Dass ein Mensch, in dem Fall das Tier, redet wie ein Drache. Tja, vielleicht ist Herr der Ringe oder wie die Goblins danach heißen, wie hießen die Zwerge da nochmal? Elfen da, na, ich weiß, ich bin da nicht auf dem Laufenden. Auf jeden Fall, da gibt es auch hier diese Zwerge da, was nach der Ringe kam. Da diese Typen, wo auch Frodo war, ist ja auch egal, auf jeden Fall, da ist ja auch so ein Drache und der redet ja auch und auch Feuer und auch riesig und so weiter. Nicht unrealistisch laut dem Wort Gottes der Bibel. Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu Dinosauriern, weil das auch ein interessantes Thema ist auch bleiben wird. Am 10.08.2014 wurde berichtet, dass Wissenschaftler von Universität gefeuert wurde, nachdem er Dinosaurierknochen entdeckt hat, die vermutlich nur 4000 Jahre alt sind. Eine archäologische Entdeckung, die konventionelle Evolutionstheorie ins Wanken bringt. Natürlich 4000 Jahre alt, das passt ja nicht mit den 100 Millionen, was weiß ich, Jahren zusammen, was man uns heute weismacht. Ja, die Erde, das war vor 60 Millionen Jahren. Das Wetterbericht, das kann uns noch nicht mal hundertprozentig sagen, wie nächste Woche das Wetter wird. Aber wir wollen feststellen, was vor 60 Millionen Jahren irgendwo in der Weiten des Weltalls oder hier auf Erden passiert ist. Ja, sonst geht's da noch. Weiter heißt es, am 9. März wurde berichtet des Jahres 2014, weitere Beweise für das relativ junge Alter von Dinosauriern lassen sich aus der Tatsache ableiten, dass wir sehr detailreiche und zutreffende Darstellungen von Dinosauriern überall auf der Welt in antiken Kunstwerken finden. Und da wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen, denn der Gebäudekomplex Ta Prom ist eine aufgegebene Tempelanlage in Kambodscha, und in dieser Tempelanlage in Kambodscha sehen wir oben auf dem Bild unter dem MCM-Zeichen in der Tempelanlage Ta Prom, da sehen wir ein Bild, was auch schon ein paar Jahrhunderte oder tausende Jahre alt ist. Und dieses Bild, so ein Tier gibt es eigentlich nicht. Das einzige Tier, was so aussieht wie dieses Tier da oben in diesem Relief, in diesem Stein gehauen, ist ein Stegosaurus. Der Stegosaurus sehen wir links unten daneben, und das ist auch ein Tier, das genauso aussieht. Und so wurden auf der ganzen Welt gibt es viele Bilder von Dinosauriern, und als hätten Menschen mit Dinosauriern zusammengelebt. Vermutlich vor der Sintflut. Vielleicht sind die Dinosaurier ja mit der Sintflut ausgestorben. Deswegen auch vor 4000 Jahren gefundene Dinosaurierknochen, was etwa mit der Sintflut da schon in eine richtige Richtung geht.
Wir sehen ja unten drunter noch zwei Bilder von Dinosauriern. Rechts sehen wir noch den Triceratops mit den zwei Hörnern, beziehungsweise eigentlich drei Hörner. Und links daneben sehen wir diese Langhälse. Da gibt es den Diplodocus, den Brachiosaurus und andere Megasaurus gibt es, glaube ich, auch noch, die so riesig sind. Hatte ich früher mal als Kind eine Spielfigur, den Diplodocus von Dino Riders. Vielleicht kennt es ja jemand, der auch da gelebt hat zu der Zeit, als es mal in war. Auf jeden Fall auch in der Bibel wird über Dinosaurier berichtet. Es gibt den Behemoth und den Leviathan. Wir schauen uns zunächst mal den Behemoth an. Aktuelle Bibelforscher sagen, die jetzt nicht so anscheinend die Bibel ernst nehmen, sagen, dass wir irgendeine Kuh, die hier beschrieben wird. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich eine Kuh ist. Hiob 40, Abvers 15, da heißt es: Siehe doch den Behemoth, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder. Eine Zeder kann 10, 20 Meter groß sein, also eine Kuh hat keinen 10, 20 Meter Schwanz. Weiter heißt es, seine Knochen sind wie ährende Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. Und wenn so ein Diplodocus, wenn ihr den Film Jurassic Park oder Jurassic World gesehen habt, wenn da so ein Diplodocus oder Brachiosaurus daherkommt, ja, dann bebt die Erde in der Tat. Und das ist keine Kuh. Ja, da hört die Fantasie dann auch irgendwie auf, wenn man diese Bibelverse hört. Dann gibt es noch so eine Art Wasserdrachen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, den Leviathan. Und über den wird berichtet in Hiob 40 und in Jesaja 27: Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus, wie ein Fisch? Lege doch deine Hand einmal an ihn an. Du wirst den Kampf nicht vergessen, wirst es nicht nochmal tun. An jenem Tag aber wird der Herr den Leviathan heimsuchen und er wird das Ungeheuer töten. Es ist ein Ungeheuer. Das sind natürlich Dinosaurier auch. Und dieses Ungeheuer tendiert auch eher in Richtung antiker Wasserdrachen, Drachen, wie auch immer. Auf jeden Fall kein normales Tier, dieses Ungeheuer. Überhaupt würde ich heutzutage kein Tier, auch kein Elefant, was das schwerste Tier der Welt ist, immer noch kein Ungeheuer. Aber antike Ungeheuer gab es heute bekannt als Dinosaurier. Und übrigens, bevor man das Wort Dinosaurier für Dinosaurier verwendet hat, hießen diese Tiere große Echsen oder Drachen. Also auch da sehen wir, dass so oder so Dinosaurier laut Bibel existiert haben. Aber Dinosaurier sind größtenteils ausgestorben, antike Bauwerke sind zerstört, antike Zeitalter ging zu Ende. Was bleiben wird am Ende, das ist das Wort Gottes. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 35 und in Johannes 17, Vers 17: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Heilige sie in deiner Wahrheit, spricht der Herr zum himmlischen Vater, und dein Wort ist Wahrheit. Amen, kann man dazu nur sagen. Und die Wahrheit kommt ja ans Tageslicht, das Wort des allmächtigen Gottes. Und da braucht es natürlich laut Neuem Testament auch Verkünder. Da heißt es, wie sollen die den Herrn erkennen und annehmen, wenn es niemand gibt, der den Herrn predigt? Da braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man keine Menschen fischen kann, wenn man die Angeln nicht auswirft und sein Wort verkündet. Ja, dann wollen wir uns zum Schluss nochmal das anschauen, was ich gebeten habe, in Erinnerung zu behalten, nämlich etwas aus dem Buch Ancient Myths and the Bible von King Wyatt Jr. Er schrieb: Ich glaube, dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist. Deswegen müssen wir glauben, dass vieles, was wir Mythos nennen, keine Fiktion in der Lüge sein kann. Viele Themen, die in antiken Mythologien existieren, existiert auch in der Bibel. Das haben wir in diesem Video deutlich gemacht. Die Tempel der Nephilim mit Drachen, Riesen und Megalithen. Wir haben festgestellt, wie solche Megalithen zustande kommen können. Magie, Riesen, auf jeden Fall gibt es da Antworten. Wir haben auch gesehen, dass es Drachen laut Bibel gibt, Dinosaurier und das Riesen laut Bibel. Dass man sich, also wahre Christen würden sich eigentlich nicht darum streiten, ob es Riesen gab, denn die gab es laut Bibel tatsächlich. So möchte ich euch zum Schluss nochmal dieses Videos segnen und hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet, was in diesem Video dann für euch präsentiert wurde. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Ja, liebe Geschwister und alle Zuschauer, möge der Herr euch Frieden schenken, so oder so, und mögen wir erkennen, dass wir dem Wort Gottes vertrauen können, in guten und in schlechten Zeiten, in der Endzeit und in der Ewigkeit. Und möge der Friedefürst bald kommen und sein Königreich auf Erden aufbauen, damit wir endlich alle eins sind, vereint im Königreich des Messias, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dazu lade ich euch ein und dazu möchte ich euch auch auf jeden Fall Glück wünschen, wenn ihr die Wahrheit erkannt habt, denn ihr werdet die Wahrheit erkennen, früher oder später, spätestens im Gericht Gottes, und die Wahrheit wird euch freimachen, so oder so, und die Wahrheit war, ist und bleibt das Wort Gottes und der lebendige Sohn des allmächtigen Vaters im Himmel, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen, Shalom, und Gott segne euch.